Also, hopp, 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 guten Tag. In der letzten Folge hat Jojo ihr Backroom-Casting versaut. Also sie hat es nicht mal bis in den Backroom geschafft. Das liegt unter meinen Erwartungen. Ich bin da etwas enttäuscht. Aber na gut, man merkt halt an der einen oder anderen Stelle doch, dass Billy in dem Team einfach fehlt. Ne? So ist es halt. Genau, und danach hier halt noch irgendwie Vicky und Plan umfunktionieren und Gedöns. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß mit Blöpke. Hier labert keiner Scheiße, das ist total dicht und deep und awesome. Schön. Schön, schön. Also wir waren gerade dabei, dass du noch den Gunfist-Schleim dabei hast. Mhm. Alles klar. User in your channel started recording. Egal, wo ist die Kurs? Wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben. Ach ja, Gunfist-Schleim, das hat sie aber gar nicht laut gesagt. Ich weiß. Das wäre jetzt allerdings auch sehr komisch gewesen. So, mi. Ich hab noch Gegengift für Skorpurin. Ich hab noch Skorpurin-Gegengift. Im Auto befindet sich ein Skorpurin. Hehehe, nicht dabei. Sie sind ganz schön groß, meiner. Ich bin ganz schön stark, großer. Nein, die waren klein, Trolli. Da waren wir letztes Mal schon Braten dran. Die sind ganz schön groß. Umso größer und umso größer. Ich diskutiere nicht mehr mit euch. Ihr habt beide unabhängig voneinander Michael Bay als Argument angebracht. Zumindest seine Filme. Mit euch muss ich nicht mehr reden. Du verwechselst die immer mit Nova-Skorpionen. Ja, möglicherweise. Und vor allem, umso kleiner, umso tödlicher. Nicht in Shadowrun. Ja, also, in dem Fall bei dem Skorpion-Gift allerdings schon. Dieses ist sehr schnell, sehr tödlich. Juti, aber zum Glück sind ja auch keine Viecher im Auto. Ja, Trachtenkleid brauchen wir nicht, oder? Ich habe noch eine Kanalarbeiteruniform. egal, so, Punkt. Wir waren bei den Drohnen. Ich habe auch eine Kanalarbeiteruniform-Panzerung. Wir waren. Hä? Eine Kanalarbeiterpanzerung? Ja, sei das ein bisschen gepanzert. Stimmt. Richtig, Panzerung 4. Stimmt. okay. Der also Shit. Das ist doch schon mal was gut. Dann kann Vicky tatsächlich mal gucken, ob sie da irgendwas schon an Plänen kriegt. Und wir müssen uns dringend überlegen, wie wir rauskriegen, wo da welche Sensoren sind. na, auf jeden Fall. Ah, nee, den 3D-Mapper. Wobei, kannst du. Doch, den 3D-Mapper, den kannst du theoretisch. An den kannst du nicht. Der war übelst groß. Eben, der war zu groß. Verdammte Axt. Den haben wir aber schon gebaut, oder? Ja, aber der ist groß. Ich fand das super. Das Ding finde ich. Der war ja letztes Mal eher improvisiert, weil ihr nicht mehr ganz so viel Zeit hattet. Nee, den 3D-Map bekommen wir nicht mitnehmen. Das ist schade. Aber du kannst auf jeden Fall Aufnahmen machen und dann können wir die, wenn du da überhaupt reinkommst. Ha. Mhm. Erstmal muss ich mit dem Guy richtig cool werden. Ja. Je nachdem, wie der drauf ist, kannst du mich auch mit anbringen. Von wegen, ja, die hat das gehört, dass du das machst. Vielleicht, die will auch mitmachen. Sie ist Magierin, sie hat Ahnung von Magie. Ich hab mehr Ahnung von magischen Bedrohungen als du. Stimmt. Und von der Magietheorie kann sie auslösen, also glaubt man ihr. Magietheorie war, glaube ich, bei mir auch noch höher als bei dir, ne? Ich bin eine wandelnde magische Bedrohung, also erzähl mir nochmal was. Ich glaube, du hast gar keine Magietheorie, oder? Ich habe keine Magietheorie. Woher denn? Von wem soll ich die denn lernen? Von mir! Magiepraxis, das ist der Shit. Ich habe dir das schon öfter mal beigebracht, ein paar Sachen. Ja, ich lerne die dann immer, wenn ich sie brauche. Ja, gut. Ich setze mich da jetzt hier nicht hin und versuche mir irgendeinen Kram anzuhören von irgendwas, von irgendwem mal gedingst, von dem ich nur die Hälfte verstehe. Ja, ja, das ist der Plan. Deswegen macht man das. Und dann versteht man alles andere. Nee. Wenn mir irgendwelche anderen Magier bisher was erzählt haben, dann
hat's mich immer übelst lange, also hat's immer übelst gedauert, bis ich rausgekriegt habe, wovon die überhaupt reden. So, und dann war irgendwie für mich nur ein Drittel von dem, was die erzählt haben, nutzbar. Das kann ich dir sogar erklären, warum das so ist. Ja, ich weiß, warum das so ist. Das lernst du sogar in der Magietheorie. Ja, ich war noch nie gut in Geschichte. Schön. Aber wir wollen ja wieder zurück aufs Thema. Genau. Also, was machen wir? Er antwortet, du hast dem Kerl schon geantwortet, ne? Ich habe ihm geschrieben, jo, sau cool, wann wollen wir uns treffen? Und habe ihm dann so ein Starbucks vorgeschlagen, so einen auf dem Campus. Und wann? Konnten wir auf den Campus mit den Sits? Konnten wir das? Weißt du? Na doch, genau, auf den Campus konnten wir. Aber wir mussten aufpassen, also wenn wir konnten uns nicht einschreiben. Also wir konnten nicht wirklich dahin, weil das könnte problematisch werden. Ja, aber wenn ihr dort bei den Studios hinkommt, kommt ihr auf jeden Fall auch auf den Campus. Wenn ihr nicht gerade jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne auf einen super secret awesomeness Campus von Aztec, ist das okay. Nö, ich hab das, es muss ja nicht auf dem Campus sein, es kann ja auch sogar ein Rand am Campus sein. Ja, so. Alles safe, der Campus ist schon raus. Gibt's ein Bild von dem Typen? Eigentlich? Yo. Ich öffne mal sein Foto. Wie sieht denn der aus? Also so vom Klamottenstil her, so vom Stil her? Ja. Hipster. Hat er einen Jutebeutel? Nein, er hat keinen Jutebeutel. Nee, ist jetzt tatsächlich wichtig, weil... Ja, ich bin auch dabei. Leute so schneller bonden. Boah, Mann, wir machen jetzt voll die Social Engineering Trick. Das geht volle Bude ab. Ich werde jetzt aber nicht anfangen, ihn zu spiegeln und dann quasi ihn zu berühren. Das werde ich jetzt nicht machen. Das mache ich. Echt mal, das solltest du auch nicht machen. Bei dir wirkt das bedrohlich, du hast Hauer. Ja. So, also der Typ. Er hat... Katzen, das weiß ich schon. Ja, na siehste, alles klar, du Vier. Weißt es doch. Er hat also meistens irgendwie einen abgeranzten Rucksack mit ein paar Peter hier an Aufhängern, weißt schon, Aufnähern dran. Und Buttons. Dann hat er irgendein Bandshirt, abgewetzte Jeans und irgendwelche Turnschuhe. Und was für also so ein bisschen alternativ Öko-Druff, so. Oder ja. Eher so. Alternativ Peter auf jeden Fall Öko, ja. Also so dieses, ja, dieses typische alternativ Öko oder so ein bisschen punkig Öko. Na, ich sag mal, oder er so ein hat bisschen... halt noch Rastas. Nicht Rastas, Mann. Dreads. Yay! Mit Perlen. Okay. Und so ein Geschissel. Ein paar Tattoos in der Richtung. Das kriegen wir hin. Ja. So, okay. Was für Bands? Na, sowas wie... Wie heißt denn gleich diese Natur-Punk-Band? Die eine da. Pagan? Die große. Bitte? Pagan-Bands? Natur? Nein. Nein. Es geht um Punk. Ich meine... Natur-Punk? Wie heißt das denn gleich? Meinst du die, die auch bei den Simpsons ihren Auftritt hatten? Oh, bei Simpsons? Da hatte er ja so wenig, das weiß ich. Da ist nur Green Day im See versucht. Nee, Alter, nicht Green Day. Ich meine das die ist anderen, auch aber das ist egal. Naturpunk. Welche anderen? Die einen, die es da gibt. Ist doch fuck. Die! Die! Da gibt es solche, die machen so Naturpunk und dann gibt es noch andere, die machen Natur-Metal. Weißt du, das ist Punk und Metal mit der voll krass politischen Aussage, Leute. Ist ein bisschen viel gerade. Scheppert ein bisschen zu sehr. Das ganze Abgeholzer und so. Und die Müllinsel und das ganze Öl, was ausläuft. Ah, ich weiß nicht, ob man das noch Müllinsel, weitermachen sollten. Müllinsel, das erinnert mich noch immer an die Simpsons. Ein bisschen vielleicht. Unabhängig davon, sowas hört er. Gut. Gut. Also ist so ein bisschen der Alternative. Jo. Naja, weißt du, er ist halt nicht zwingend so der Alternative, ja. Sondern eher der engagierte Alternative wahrscheinlich. Er ist halt auch einfach mal der Alternative. Der alternative Alternative. Wobei, ja doch, jetzt in Sharon ist es die Alternative für Russland. Super, jetzt geht's ab. See. Das bedeutet, bei sowas nicht zu viele Patches, ein Abo oder so. Die Klamotten finde ich auch noch alle im Schrank. Easy! Alter, ich mache mir mal keine Dreads. Das funktioniert so nicht so schnell. Du! Das sieht bei dir auch richtig scheiße aus. Ja, Mann, ich kann die halt nicht wachsen lassen. Du solltest dir einen Bart dazu wachsen lassen, dann siehst du so aus wie so ein typischer...
Oh, so ein Spitzkinnbart. Nee, ich meinte schon einen richtigen Bart. Du lässt dir am besten echten Bart wachsen, das ist gar nicht so dumm. So einen leicht ausgedünnten Vollbart. Lass mich mal deinen Schrank gucken, dann finde ich dir auch was zum Anziehen. Also neben den ganzen Panzerungen, die da liegen in meinem Schrank? Ja, nee, die ist nicht passend. Ich habe doch noch einen gefütterten Mantel, den könnte man nehmen. Aber das wird zu warm, glaube ich. Wie warm noch ist? Nee, ist kalt. Nee, es ist noch relativ kühl, aber trotzdem. Müssen wir mal gucken. Ich habe sogar Aztec-Kleidung. Ah nein, die ziehst du nicht an. Klar. Na gut, aber dein ganzer Outdoor-Kram ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich bin ja auch total naturverbunden und so. Ja, eben. Also mehr als ich. Ich bin ein Stadtkind. Ja. Schon immer gewesen. Leute, wollt ihr mich mal zurück zum Motorrad bringen? Ja. Ach so, cool. Ja. Sag doch wir wollten dich nur teilhaben lassen. Du hast dich bestimmt echt ja auch richtig, königlich amüsiert. Ich sagte ja auch schon, der Bart, der ist es. So. Ja. Ich würde mir erstmal dann angucken, welche Routen man so fahren kann von da und in welche Richtung und sowas. Als erstes. Richtig. Okay. Alles klar. Wenn du irgendwas brauchst, also wir haben auch noch begrenztes, aber wir haben auf jeden Fall noch ein Budget. Ich habe zurzeit überhaupt keine schöne Handtasche. Und? Ich brauche die. Wofür? Den Job. Du brauchst eine Handtasche. Ja. Das wird jetzt aber nicht sowas, wo du uns ganz im Sinne, ganz weiblich versuchst, allen möglichen Kram aus den Rippen zu leiern, oder? Nein. Ich bin nicht dein Stecher. Ich auch nicht. Kopf dreht sich natürlich direkt zu Kabern. Ich auch nicht. Okay. Entschuldigung, ich wollte ja nur fragen. Jetzt hängt sie mit der Mädchentour an. Mhm. Ich dachte, ich kann das auch mal machen. Du kannst das ja auch machen. Du kannst das auch besser als ich. Ich glaube, ich muss mir das mal von dir abgucken. Ich glaube, auf Dauer. Ich glaube, dann hast du auch einfach viel mehr. Geh einfach zu Frauen, die so aussehen wie du, und guck dir das von denen ab. Da hast du bessere Chancen. Ich glaube, du kannst das auch, wenn du willst. Ja, aber ich werde mein Wissen natürlich nicht weitergeben, damit du mich nicht ausstichst. Wo soll ich dich denn ausstechen? Na, was weiß ich. Da will ich mich dann beim Bäcker vordrängeln und auch nichts bezahlen wollen, und dann kommst du und machst das noch besser, nur um mich auszustechen, um mir zu zeigen, wie viel du gelernt hast. Dann sage ich, scheiße, ich hatte doch aber Hunger. Ich mache das aber doch nur dann, wenn du sagst, du bist jetzt soweit. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Als wenn es den Tag jemals kommen würde. Ey, bist doof, du traust mir nie was zu. Doch, einiges, aber... Ernsthaft? Flirten? Es geht hier nicht um Flirten, das ist ja was ganz anderes. Diese weibliche Scheiße rausholen und so? Nee. Mädchen! Ja, du bist kein Mädchen. Also, du bist schon Mädchen, aber... Siehste? Der gesteht mir nicht mal Östrogen zu. Na, dann zeig doch öfter mal, dass du das hast. Ja. Pull deine Busen raus. Super. Das war gut, oder? Nee, eigentlich nicht. Semi. Ja, Push-Ups tragen, sagst du. Beauty. Aber du musst dich vor ihm nicht rechtfertigen. Ich schmeiß so eine Packung Taschentücher zu. Hier, die können auch helfen. Jojo, schmeiß ihm sie zurück an. Weißt du, von jemandem, wo der eigene Körper zu sensibel ist für das Testosteron, so jemand sollte nicht reden? Wieso von wegen sensibel? Weil du Haarausfall hast, weil dein Körper eine Testosteron-Übersensibilität ausgebildet hat. Oder willst du mir sagen, dass die Glatze gewollt und geschnitten ist? Die ist gewollt und geschnitten. Aber nur, weil sie nicht voll wird. Nein, weil es einfach praktischer ist, wenn man durch den Schlamm robbt, dass man sich dann einfach mit einem Wasserstrahl einfach alles wieder sauber hat. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass gerade wenn es relativ kühl ist, durch den Schlamm robbt, Haare eigentlich ganz praktisch sind, weil sie den Kopf warm halten. Gerade und weil wenn so das Kopf doch unheimlich gut sichtbar ist. Alles und bleibt doch viel zu lange kühl. Das packst du ja Tarnpflege drüber. Hast du etwa Angst, dich dreckig zu machen? Nein. Du kannst aber doch einfach mal deine Haare wachsen. Du kühlst halt einfach schnell aus. Es wäre praktisch, wenn du dir jetzt wirklich mal deine Haare wachsen lässt. Genauso wie deinen Bart. Ich glaube, das wäre gerade für diesen Fall ganz angebracht. Besser als eine Glatze. Und wenn du dich Glatze nein. Ja, aber warum? Du musst doch jetzt in der nächsten Zeit nicht in die Natur. Das heißt, der praktische Aspekt zählt nicht. Plus... Weißt du, wie lange ich brauche morgens, um dann... Nee, da muss ich ja immer mit einem Handtuch da drüber und... Nee. Musst du nicht. Musst du nicht.
Kurze Haare trocknen schnell. 5 Minuten, dann sind die Dinger trocken. Ah, was? Und mit dem Handtuch gehst du dir auch so über die Haare. Plus, wenn du dir die Haare später wieder abrasierst, prophezei ich dir, dass man dich wesentlich schlechter wiedererkennt. Hm. Na gut. Haare machen unheimlich viel aus. Ja, ich lasse sie jetzt ein bisschen wachsen. Das dauert aber ewig, bis sie gewachsen sind. 2-3 Zentimeter halt. Einfach erstmal nicht rasieren. Nicht 2-3 Zentimeter dauert aber tatsächlich todeslange. Das dauert wirklich, das dauert 2-3 Monate. Aber du könntest... In 6 Haar Tagen hast du schon 2 Millimeter. Stimmt. Haarwachstumspillen. Sprühhaare. Das geht auch. Das ist fraglich. Das stimmt, aber Haarwachstumspillen gehen vielleicht wirklich. Aber dann wachsen sie überall, aber auch dein Bart, das ist ziemlich witzig. Oh Gott, Nasenhaare, ich komme. Und die wachsen ja nicht mehr, als sie sowieso schon wachsen würden. Wenn du natürlich schon jetzt manchmal mit dem Nasentrimmer zugange bist, dann ist es natürlich doof, aber sonst? Aber so alt bist du ja noch nicht, oder? Oder die wachsen schon ein paar Haare aus den Ohren, das ist natürlich so ein Zeichen. Da kommen doch keine Haare aus den Ohren. Achso, ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich denke nicht. Du solltest mal... Hast du Cyberaugen, dann solltest du sie justieren lassen. Okay. Julia bekommt eine Textnachricht. Zickig, oder? Manchmal schon ziemlich. Kommt als Antwort zurück. Kann ich verstehen. Ist ja bei mir nicht anders. Wenn's um Haare aus den Ohren geht. Das ist auch etwas, was du übrigens als gute Freundin niemandem sagen solltest. Na, aber warum das denn nicht? Weil, wenn ich dir das sage, dann sag wenigstens ich es dir und es machen sich nicht alle im Geheimen über dich lustig. Nein, da bin ich Japanerin, ich möchte mein Gesicht gern nicht verlieren. Du meinst, ich muss dann versuchen, das subtil zu tun? Ja, mich subtil darauf aufmerksam machen. Okay, indem ich dir einfach sage, auch weißt du, lass uns doch mal zusammen ins Kosmetikstudio gehen, weil denen fällt das bestimmt auf. Ja, aber die machen das dann einfach diskret weg und sagen ja, nichts. Nee, eben deswegen. Ich würde es da nicht... Ich versuche ja gerade zu lernen. Das heißt, ich würde einfach sagen, ey, komm, Vicky, lass mal zusammen ins Kosmetikstudio gehen, anstatt dir zu sagen, dir wachsen Haare aus den Ohren. Das wäre schon besser, ja. Okay, dann werde ich mir das dann merken. Dann wäre ich zwar direkt misstrauisch, aber ja. Das ist ein guter Anfang. Okay, ich werde mich bemühen, das so zu machen. Gut. Textnachricht Ende Kaban, wollen wir mal zusammen ins Kosmetikstudio gehen? Vielleicht brauchst du ja noch ein bisschen mehr Upgrade, wenn du da wirklich anders aussehen willst. Ich kenne da ein wirklich gutes. Eins, wo du auch deine Männlichkeit behältst, wenn du dann rein und raus gehst. Was willst du? Also was? War nur ein Vorschlag. Ich will gar nichts. Soll ich mir jetzt hier mal Nägel machen lassen oder was? Wie? Hallo? Ja, so ein gepflegter Student, der hat natürlich jetzt keinen Nagellack, aber vielleicht ein bisschen nagelhärter und das vielleicht ein bisschen gefeilt. Sagt sie das laut? Ja. Gott, ich bin so froh, dass ich nicht wirklich auf der Uni bin. Ernsthaft, laufen die wirklich da so rum? Na, zum Teil. Einfach weil viele Orks kompensieren dann dort ein bisschen über und sagen, okay, ich muss jetzt halt zeigen, dass ich ein gepflegter, intellektueller Typ bin und jetzt nicht so verwildert aussehe, sondern voll gesellschaftsfähig und so. Und ich meine, dass Männer etwas an ihrem Körper tun, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger so. Ob das nun gut oder schlecht ist, ist ja erstmal Geschmackssache. Aber es ist halt wirklich schon seit 80 Jahren ist es nun mal schon im Kommen. Ja, aber nein, das passt schon so. Okay. Ich lasse mir maximal die Haare ein bisschen wachsen, das passt schon. Geben wir eine Haarwachstumpillen und dann geht das. Jojo färbt sich übrigens, das möchte ich jetzt anmerken, weil sie hoffentlich vielleicht mit zu diesem Treffen kann, weil er dann kurzfristig noch sagen muss, ey, eine Freundin von mir hat das gehört oder eine Bekannte von mir und bla und die will auch unbedingt, ist das okay, Punkt. Die nimmt die gefärbten Strähnen raus dann aus den Haaren, sodass es quasi nur Naturhaarfarbe ist. Und bastelt sich da noch irgendwelche. Manchmal binden die ja noch so Bändchen um die Dreads und so ein Scheiß. Das macht sie jetzt. Da macht sie dann. Mhm. Ja, das einfach nur anders ist aussehen. Der eine Dread-Strang, der dann irgendwie das Ganze als Zopf zusammenhält, anstatt irgendein Gummi. Der ist ganz enorm wichtig.
Ja, genau. Wenn der du ist den dann nicht ganz, hast, dann kannst du gleich gehen. Ne, der ist dann ganz besonders kunstvoll gestaltet. Ja! Sehr schön. Geil! Achso, du kriegst eine Antwort, das ist auf jeden Fall, was gefragt, wenn er Zeit hat. Ja, heute, morgen, übermorgen, Mann, Alter, sag halt was. Morgen. Morgen habe ich, mein Date. Erst 20 Uhr. Ach ja. Ja, dann morgen Mittag. Ich suche mir zwei Vorlesungen der Botanik raus, wann die sind. Hm. Und dazwischen. Weil da habe ich eine da habe ich halt quasi keinen, habe ich unterrichtsfreie Zeit dazwischen, dann können wir uns ja im Café du hast wenigstens, also ich meine, Studium ist hart und so, aber du hast an dem Samstag keine botanischen Vorlesungen. Sehr gut. Es ist halt Samstag. Stimmt, das fällt mir auch gerade so ein. Ja, ich habe da aber auch Praxisunterricht manchmal am Wochenende. Okay, du nimmst also die Zeit gegen 11.30 Uhr, wo du gerade aus dem Gewächshaus kommst, alles klar. Ja. Und Käfer bestimmt hast. Genau. Muss ich mir jetzt so einen Beutel Käfer mitnehmen, die sagen, die habe ich gerade so im gefunden? Ja, die haben da schon Präparate und 2080 haben sie da halt dann irgendwie VR oder AR-Präparate. Oh. Man hat auch heute keine Käfer mit. Die habe ich hier in meinem Zimmer gefunden. Was ist denn das? Ah, das ist diese Kakerlake. Hey, die seziere ich mal. Na, ist ja. Also frag den mal, ob es okay ist, wenn ich mitkomme. Theoretisch kann ich ihm sogar die Story erzählen, dass ich halt da gerne irgendwie so ein bisschen Erfahrung sammeln wollte, dass sie mich aber nicht so wirklich, also dass ich das Gefühl hatte, dass sie mich nicht wirklich haben will. Und dass es dann irgendwie vielleicht so noch mit dingsig ist. Und dass ich das jetzt deswegen gelesen habe. Ich schreibe ihm einfach, ich bin dann und da mit einer Freundin in dem Laden verabredet. Wenn er dazukommen möchte, haben wir dann Zeit. Und diese Zeit. Jo, ist ja keine Privatveranstaltung. Eben. Schreibt er. Ja, sehr cool. Dann sehen wir uns da. Okay. Das ist ein Spaß, der immer das letzte Wort haben muss, ne? Ja. Aha, merkt das. Also das schreibe ich ihm natürlich jetzt nicht. Ja. Ich bitte drum. So. Okay. Kaban, dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir was zum Anziehen für dich finden. Yep. Ich werde nochmal gucken, was der genau für Mucke hört, damit ich mitreden kann und Tja, das findet er so genau nicht raus. Wir haben ein Shirt, wenn er das von seiner Band. Hat. Er hat seine Shirt. Ja, und dann gucke ich einfach, was mir ähnliche Musik, Musikrichtung, ähnliche Musik, dann kennt der vielleicht die Bands nicht, aber das ist ja egal. Richtig. Die Idiot kennt die besten Bands davon nicht. Mann, dann kannst du dir noch Tipps geben. Wenn ich weiß, Viking Metal, dann finde ich ja auch die paar Bands, die dann immer sofort kommen. Na Jutti. So die Hipster-Möglichkeiten davon. Alter. Viking Metal Hipster, man kennt sie. Furchtbar! Sind die schlimmsten. Die fanden das auch schon cool, bevor es die gab, ja, ja. Wer kennt es nicht, ist die Frage. Oh Moment, Metal Hipster habe ich aber auch schon getroffen. Ja. Ja, aber. Die Leute, Viking die alles wissen. Metal Hipster. Okay. Und ich habe echt wenige Mettler getroffen, die gesagt haben, tja, also, keine Ahnung, aber es ist mir einfach ein bisschen zum Mainstream hier. Das macht sich einfach nicht gut, weil du hörst halt Metal und das ist immer noch so ein bisschen Mainstream. Nee, es ist eben nicht so wirklich Mainstream, von daher. Doch. Nicht so krass Popkultur. Wenn du nicht gerade Venison hörst, dann, weißt du, so. Aber worüber reden wir? Wir sind selbst Hipster. Pat, pat, pat. Also ihr Hipster, ihr kleidet Kaban ein. Ja. Wir kleiden Kaban ein, Jodo, Jodo. Jolo. 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 Jolo macht sich auch fertig, also sucht sich Krams raus, sodass es irgendwie einigermaßen passt. Sie. An alten Sachen mangelt es ihr nicht und irgendwo findet sie bestimmt dann noch Hosen, wo noch keine Patches drauf sind. Und ich musste sich halt eine machen. Also können ja auch ein paar Patches drauf sein. Ja, aber halt eine mit wenigen. Okay. Okay.
Also so, dass es irgendwie passt. Naja. Jo. Kaban kann auch mal verkleiden dürfen, wenn er will. Sau cool. Wenn er nicht will, auch. Dann mach ich das doch jetzt einfach. Verkleiden ging auf was? Nochmal Geschick oder Intuition? Intuition eigentlich. Mhm. Ja, ich bin super gut verkleidet in meinem einen Erfolg. Aber Jojo hilft ihm. Nee, du hast vor uns auch für dich würfeln müssen. Ich würde das nicht antun, dass okay. Du alleine würfeln musst und er darf, weißt du? Na gut. Ja, ist halt doof, dass er jetzt kein Edge hat. Hm. Ach, schade. Jutti! Hm. Wer hätte das denn gedacht, dass wir das alles verbraucht haben? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich bin total gut verkleidet jetzt. Gehen wir uns. Ich bin auf der Sinn immer noch mit meinem Gesicht zu sehen, ne? Ja. Okay, das ist gut. Also nicht. Also gut, mit dem, was du jetzt versucht hast nachzustellen. Ah, okay. Ist halt ein Scheiß, du hattest natürlich ein Bilder genommen, was ähnlich, was irgendwie so, ne, euch schon ähnlich sieht, aber. Ist halt ein Scheiß. Na, Jojo versucht aber auch noch, sich ihr Gesicht so ein bisschen so zurechtzumachen, dass es irgendwie wie die Sinn passt. Na, das hast du ja schon vorhin, da hast du ja sogar zwei Erfolge, weil du dann doch selbst gewürfelt hast und ich gesagt habe, easy. Beauty. Penis. Ja, dann. Also, ich habe jetzt an dem Tag erstmal nichts mehr vor. Bevor ihr es vergesst, Etavirus. Ach ja, der Humpel. Ihr könnt auch einfach sagen, ihr liefert ihn dann noch beim Rumpel ab und dann passt das. Der kümmert sich drum. Der soll mal rumpeln. Es rumpelt. Im Stilzchen. Wow. Hat er ganz nicht tief gesagt. Der kann ganz tief. Der kam ganz tief. Ja. Ihr wollt dann quasi bis zum Treffen, wollt ihr quasi. Oder? Ja, ich denke, also wir sprechen uns mal noch ein bisschen ab, denke ich. Aber... Genau, wir recherchieren noch ein bisschen halt, sodass wir ein bisschen reden können, aber ansonsten. Ich recherchiere auch noch ein bisschen über die Peter und über bla, ne? Die machen, glaube ich, irgendwas mit Tieren. Ich glaube, die bringen den Kunststücke bei oder sowas. Ja, danke. Was die Peter genau ist, weiß Jojo wahrscheinlich auch. Aber... Ja, na klar. Das ist Allgemeinwissen. Du weißt so viel, wie du weißt. Ja, sie pauscht ihr Wissen noch ein kleines bisschen aufwendiger an. Beauty. Jo, ihr kommt auf den Campus, da seid ihr ja auch das erste Mal. Wir waren immer nur in der Nähe des Campus, ne? Ja, ihr wart damals bei hier dem. Also ihr müsst theoretisch Silvester beim allerersten Spielabend, der nicht aufgezeichnet wurde, dort gewesen sein, weil dort auch eine Konfettispur war. Stimmt. Aber ihr wart nie wissentlich dort. Okay. So, genau. Kaban wird natürlich als erstes mal kontrolliert, weil, nicht weil er ein Ork ist, sondern weil er halt einfach für einen Studenten dann doch schon relativ alt ist. Und da muss man ja doch mal kurz gucken, was der Papa hier will. Aber offenbar ist er doch ein Student. Na gut. So, ich dann aber ohne komm Probleme. Zu Daddy. Sugar Daddy, ja, ja. So, dann holt ihr euch Jojos Dauerlutscher. Und ich konnte das halt vorher nicht mir leisten, so. Und dann kommt ihr dort an, in dem Ding. Jo. Was hast du auch so aus wie in Starbucks, alles klar. Sehr geil. Kaffee. Ein so großer Kaffee. Ich hätte gerne Grande mit Karamell. Und Schokostreusel. Wie bitte? Sahnehäubchen. Nein, danke. Möchtest du einen Keks dazu? Ja, bitte. Avocado, Zimt oder Melone, Aubergine? Avocado, Zimt, bitte. Bekommst du meiner. Gieß. Aber Avocado geht noch. Abgehackt. Ich sagte Bio-Brause-Cookies. Quasi. Es ist ein Starbucks, das hast du erwartet. Wenn du dann einen Kaffee kaufst, einfach so, dann wirst du direkt rausgeschmissen. Jutti. Wie gesagt, der chillt da schon irgendwie am Fenster rum und guckt, wie da draußen irgendwelche Leute Experimente mit ihren Drohnen machen, die sie dort irgendwie für die Uni entwickeln oder irgendwas anderes da entwickeln. Auf jeden Fall ist das sogar einigermaßen witzig, denn die Drohnen machen auch zum Teil so Sachen, wie dann einfach mal aufs Publikum zufliegen und dann müssen sie sich schon ein bisschen ducken, weil da irgendwas noch nicht ganz stimmt. Ups. Mit der Erfassung. Und so ein Rotorblatt ist ja auch scharf. Also Jojo könnte vielleicht noch Hunger bekommen heute, wenn da wirklich alles daneben geht, aber ja. Sie schaut sich schon mal die Essensauslage an.
Ich denke, du hast einen Einblick bekommen. Ja. Ich meine, es ist Starbucks, also. Eklig. Nicht nur, gibt auch zuckersüße Teilchen. Na, sowas ist eklig. Sagt was gegen Teile. Und Sandwiches. Das auch. So. Jojo wartet aber, weil sie kennt den Dude nicht. Deswegen muss, also sie weiß, wie er aussieht, aber das ist erstmal Kabans Ding. Yep. Werde dann auch quasi, mir fällt jetzt gerade noch nichts ein, wie ich dem ansprechen soll. Jo, geh einfach auf ihn zu. Ja, warte mal kurz, wie heißt er noch? Wir wussten, wie er steht im Chat. Mikael, ach genau, Mikael Story. Jo, Mikael? Ah, Grüße, du bist der, Anton. Genau. Hi, und du bist die Kleine hier, hat erzählt. Die Kleine hier, ja, hi, ich bin Tanja. Cool, dann haut euch hin. Seid schon versorgt, ist gut. Also ich hätte jetzt schon am liebsten gesagt, okay, wollt ihr was trinken? Aber dann hätte ich auch gesagt, ich hole es euch gern ab, aber ihr müsstet mir vielleicht das Geld geben. Ich bin ehrlich, Und um dieser peinlichen Situation vorzubeugen, haben wir gedacht, wir versorgen uns direkt selbst. Ja, genau. Ist ja nicht peinlich, wenn ich mal ganz kurz vielleicht zu viel Geld ausgegeben habe, bevor der Monat noch nicht ganz, du weißt ja, wie es ist. Ist doch ja. Nicht schlimm. Man hat ja Geld am ersten. Ja. Wenn sie dann rechtzeitig zahlen, ne? Ja, was soll ich denn machen, wenn plötzlich der ganze Shit so teuer wird? Was, wenn ich fürs Gramm Gras jetzt plötzlich irgendwie 10 Yen zahlen soll? Hä? Kann ich ja nichts dafür. Da muss es halt den Rest des Monats einen Sack Kartoffeln geben. Das stimmt. Ja. Wie sind denn sonst die Preise? Also, OT, wie sind denn so sonst die Graspreise? Na, das ist schon ganz schön üppig, was er da gerade gesagt hat. Also, weiß ich nicht, 7, 6, 5. Der scheint echt viel zu bezahlen. Wenn du richtig den üblen Shit haben willst, dann auch gern 3, aber dann hast du halt wirklich den üblen Shit und deine Lunge ist dann von innen mit einer Metallschicht überzogen. Okay, also 10 ist wirklich übelster Shit oder einfach überteuert? Entweder oder. Auf dem Campus ist es natürlich deutlich schwieriger, sowas hinzuliefern, als in den Gegenden, wo ihr so chillt. Ne? Ja, aber spricht ja nichts dagegen, mal kurz einen Ausflug zu machen. Ja, na klar, aber damit, dann musst du es ja wieder mit reinbringen. Das heißt, du gibst dich in einem gewissen Risiko hin. Oder du musst halt auswärts genießen. Junge, du zahlst so viel, oder? Du hast einen sehr erlesenen Geschmack. Richtig, das wollte ich auch gerade. Nee, das war auch gerade völlig übertrieben. Natürlich, ich zahle natürlich nicht so viel. Aber ich musste ja irgendwie mein Statement klar machen. Achso. Ich hatte gerade schon Befürchtung, dass ich mir nur das billigste Zeug reinpfeife. Oh, ich find's schön, dass ihr ein bisschen gleich auf mich Acht geben wolltet, dass ich mich da nicht über den Tisch hauen lasse. Na, das geht doch nicht. Nee, okay, geht doch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Weiß ich nicht. Das macht doch die Preise einfach für uns alle kaputt. Nee, das hat damit nicht mal was zu tun, sondern es ist einfach asozial. Sowas macht man einfach nicht. Ja. Stimmt. Nee, das also, ist ein unausgesprochener, nee, unaufgeschriebener. Verdammt! Eine, wie nennt man das? Regel? Ein Gesetz? Unausgesprochen war schon okay. Unausgesprochen? Ja. Irgendwas. Das ist ein unausgesprochenes Gesetz quasi. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ha, das habe ich gesucht. Ja, aber wir trauen uns auch nicht, das zu sagen. Deswegen war ausgesprochenes auch okay. Was, ungeschriebenes Gesetz? Traust du dich nicht zu sagen? Warum? Moment. Irgendwie sind wir gerade abgekommen. Wir müssten noch mal kurz ein paar Schritte zurückgehen. Sehr gut. Also, moin. Moin. Wusstest du, dass du den Typen ziemlich ähnlich siehst? Wem? Alter, das war ein Witz. Ich hab ja schon jetzt die ganze überlegt, ich brauche ja einen Pitchen-Shaman. Und ja, da muss ich halt immer ein bisschen gucken. Ich weiß überhaupt noch nicht, was ich da mache. Wenn ich da irgendwie fragen will, in welche Richtung ich da gehen will. Aber ist erstmal egal. Ja, ne, was hast du denn eigentlich alles schon? Also so an. Also. Ich habe einfach Bock, mal ein bisschen was anderes zu machen, quasi. Und, Was machst du? Was machst du hier so, jetzt sag mal, am besten studieren, das wäre cool. ja, nee, ich studiere schon. was? Ja, so auf dem Kompass, ne, das ist echt, kommt selten vor. Nee, ich bin halt so eher so Botanik und, Zoologie.
Das wäre eigentlich noch viel cooler gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest Ornithologe, aber okay, cool. Ist halt auch ein Nebenfach, ne? Also es ist, das lernt man halt alles, auch so. Alle safe, schon alle zu spät, safe. Du hast es jetzt kaputt geredet. Nein, hat keiner gehört, weiß überhaupt nicht, was du willst. Die waren gerade so laut da draußen, der Typ ist cool. Ja, Ornithologe und so, Vogelgucker. Ja, ist ja auch schön. Ne, hab ich mir gedacht. Jetzt guckst du dir mal die großen Fliegeviechers an, die es in der Stadt so gibt. Und wenn es dann eine Doku drüber gibt, dann machst du gleich mit. Ach so. Alles klar. Also das ist keine Doku, ne? Abbruch. Das war mir schon klar. Das wird richtig schlimm. Also ich habe schon vor, dass man den Film nur sieht, wenn man richtig betrunken ist oder dann wirklich alle 2 Sekunden sagt, Alter, ist das gerade wirklich los? Was ist hier eigentlich? Deswegen hast du so viel Geld für Krabbengras ausgegeben. Bitte, was für ein Zeug? Krabbengras. Sag das nochmal. Krabbengras. Jetzt dreimal schnell hintereinander. Krabbengras, Krabbengras, Krabbengras. Ich habe vorhin schon Krabbengas gesagt. Ja, deswegen wollte ich ja noch ein bisschen mehr rausholen. Ja. Nee, vielleicht nicht. Nicht. Aber du musst mich nicht immer sofort blamieren. Ja, das kriegst du aber schon ganz gut hin. Früh genug hin. Sie guckt etwas beschämt hinunter, aber grinst dabei. Guckt dann wieder hoch und grinst weiter. Alles klar. Sie spielt es wirklich aus. Sie will es echt lernen, oder? Ja. Mhm. Ach, scheiße. Also, was ich hier schon habe, mal darauf zurückzukommen. Ich habe schon, ich sag mal nicht Drehbuch, ich habe ein Konzept für den Pilot. Und für die anderen Folgen noch nicht. Also so ungefähr die Geschichte wieder Daumenschamane erwacht im Manne und dann plötzlich rettet er die Jungfrau vor. Das weiß ich noch nicht. Vermutlich wären es Gestaltwandler. Echsengestaltwandler, weil alles andere wäre total ungeil. Oder von Crab People. Könnte es auch Crab People, Crab People. Looks like Crab. Acts like people. Crab, ja, genau. People. Also auf dem Level könnte man da nicht so auch Ghule oder sowas nehmen? Die gehen doch immer. Das sind so halt, Ghule sind so realistisch und so. Die armen Ghule, die haben mir bisher nie was getan, aber die Crab People, Alter. Ja, das stimmt. Die. Nee, auf jeden Fall. Dann rettet er die holde Jungfrau und dann küssen sie sich am Ende und dann kommt aber der Ehemann und haut die Beine runter. So ungefähr wollte ich das machen. Oder der Stecher halt. So. Und dann muss ich mir halt noch was für die nächsten. Ich dachte mir bisher, scheiß auf irgendwie Storyline. Das machen wir schon mal nicht. Es gibt ja viele Serien, die wirklich geil sind, so episodenhaft, und die dann den Fehler machen, dass sie wirklich eine länger zusammenhängende Geschichte einbringen wollen, mit einem längeren Bösewicht oder so. Das will ich einfach direkt nicht. Es soll einfach direkt aus dem Zusammenhang gerissen sein, schönen Charakter einbringen, kurz vorstellen, vielleicht ein bisschen emotionale Verbindung vom Zuschauer und ihm aufbauen und dann einfach bam, ist er einfach weg und er wird nie wieder erwähnt. Leute. Ach, du meinst so wie bei Game of Thrones. Bitte was? Ist eine alte Serie. Nee, ich hab das schon verstanden. Ich glaube, hier will bloß einfach jemand verwackelt werden. Ja, genau so. Du brauchst übrigens Combo-Text. Willst du die sein, die der erstmal beigebracht wird, wie man fickt? Oder was willst du eigentlich machen? Was? Ja. Was? Ja. Was? Wenn du schon so kommst. Ich hab das gesehen, mindestens 3 Folgen. Dann hast du länger durchgehalten als ich. Ich kann euch empfehlen, die Staffeln komplett zu gucken. Also ich habe sie alle gesehen und das war eigentlich ganz geil. Jojo legt den Kopf schief, schaut Karman an. Junge. Lass den doch, wenn es ihm gefällt. Also ich fand's nicht so geil, weil ich mir halt irgendwie halt nach den ersten 3 Folgen dachte, okay, das wird jetzt so ein endloser Cliffhanger. Das ist halt wie eine Soap, bloß mit nicht mehr mit Drachen. Junge, du machst dich so oft über mich lustig und guckst das. Ja, und? Das war eigentlich ganz geil. Ich meine, es gibt immerhin ab und zu mal nackte Menschen, ja. Ja, okay, die haben wenig Orks da in der Serie, aber... Aber es gibt Drachen. Genau. Nicht mal. Doch, die kommt später. Aber das ist, ich will nicht spoilern. Groß? Ja, aber ich will jetzt nicht spoilern. Ich könnte euch jetzt das Ende verraten, ich werde diese Serie nie sehen, also kannst du schon mal spoilern. Nee, passt schon.
Ich habe irgendwann mal, hat das jemand geguckt und der hasste es, gespoilert zu werden, also habe ich mir tatsächlich ein bisschen was rausgesucht, weil ich finde solche Spoiler mich nicht Sachen total nervig und kann damit immer nichts anfangen. Deswegen habe ich dann erstmal irgendeinen Hashtag rausgesucht von ganz früher, wo dann erstmal Jon Snow dies for the watch. Ich habe schon kaum mehr gewusst, wer das ist, aber bam, erstmal ins Gesicht. Also wie geht's denn aus? Blutig, ziemlich blutig. Die Tussi kriegt ihre Tage. Endlich mal. Welche von den Tussis? Ich hab nur die erste Folge gesehen, also die komische Weißhaarige. Du meinst Daenerys. Aber ist das nicht die später mit den Drachen rumgeistert? Das ja. Ist doch, genau, das ist doch die Tunte, die später mit den Drachen rumgeistert. Ich fand zwischendurch sah die aus wie ein, ja, zwischendurch sah die aus wie ein Kerl. Echt? Nein, sie hat einen Zwillingsbruder. Ach so. Das war ziemlich gut. Das gefällt mir schon. Ups. Da schlägt der Inzest gleich durch. Ja. Nein, das sind die anderen beiden. Ja, alles klar. Hä? Also, ich weiß, boah, die komischen Typen mit den Löwen. Ich muss mir die Serie doch mal angucken, aber das kann ich auf jeden Fall nicht nüchtern tun. Aber. Das kannst du auch nicht vor dir rechtfertigen, glaube ich. Da ist aber alles drin. Da ist. Da ist wirklich alles drin. Die haben wirklich nackte, alles. Inzest, aber da ist deswegen Gewalt. Alles drin, damit man alles drin hat, weißt du? Das gilt nicht der Geschichte oder dem Ablauf oder den Charakteren. Naja. Das gilt nur dazu, damit du sagst, boah, wir haben da sogar Inzest. Hat er nicht gemacht. Das muss ich sehen. Genau, hat er nicht gemacht. Ja, okay, so, ne? Dann muss ich das, glaube ich, doch nicht gucken. Liegt nachher ja der Junge da quasi im Bett, weil der die beiden beim Vögeln gefunden hat. Oh. Weißt du, wenn ich Inzest sehen will, muss ich einfach nur zu Nazis rennen. Ja, scheiß Nazis, ich hasse Nazis. Dann treten die dem quasi durchs Fenster. Hm. Ja, also die sind irgendwie so ein Turm, Vögel miteinander und der klettert da hoch und dann sieht er das und die treten ihn durchs Fenster. Ist schon witzig. Wenn ich das sehen will, muss ich einfach zur Aztec-Aktionärsversammlung gehen. Ja, die treten dich nicht durchs Fenster, sondern schneiden dir die. Nee, die schneiden dir das Herz raus und opfern das. Das ist ein Gerücht, was ich bisher noch nicht wirklich valide nachvollziehen kann. Du warst einfach noch nie dabei. Richtig. Ja, aber war das nicht so, dass sie für Kitzelkottel und so, Ja, man sagt einiges, weißt du? Eben. Man sagt auch, Technomancer können meine Gedanken hacken und so, und Magier lesen sowieso die ganze Zeit meine Gedanken, oder eigentlich ist sowieso alles doof. Und, weißt du, was man noch sagt? Man sagt, Gewalt in Filmen und in Computerspielen bringt Terroristen hervor. Oder hier, wie heißt das gleich? Massenmörder. Amokläufer. So, man sagt halt echt eine ganze Menge. Man sagt auch, es hätte den Pigeon-Shaming gewesen. Doch darüber bin ich mir noch nicht mal sicher, was ich sagen. Also, ich meine, ne? Natürlich hat es ihn gegeben, wir machen darüber eine Serie. Wem muss es gegeben haben? Ja, ich meine, in meinem Herzen auf jeden Fall. Aber ob die News da wirklich auf was die genau basieren. Da bin ich mir auch noch nicht ganz im Klaren. Es gibt welche immer mal so Sachen. Welche Oma da was geraucht hat? Ja? Auf der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Haben sie einfach eine richtig fette Taube gesehen, die irgendwie so ein bisschen Plastik im Mund hatte und das aussah wie Hauer und haben gesagt, Alter, das editieren wir ganz leicht um. Ach, die hatte wahrscheinlich sogar irgendwas, wahrscheinlich so ein Stück Plastikring, das sich bei der um den Fuß verfangen hat oder so ein Dosenhalter oder so ein Shit. Und ist damit geflogen. Das zum war Beispiel? Eindeutig eine Frau. Ach so. Klar. Bestimmt. Hast du das etwa noch nie gesehen? Ja, ich hab die Taube mit der Frau in der Hand. Hier gibt's nicht so viele Tauben. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das nicht gemerkt habt. Wir haben, weil ja hier zum Teil ziemlich viele Glasfassaden sind und wenn so ein Sturmkrähenschwarm kommt und so, ist halt manchmal recht übel. Haben die im Umkreis Vogellaute, die sie ausstoßen, um die Vögel fernzuhalten von irgendwelchen Raubvögeln. Hm. Das ist vor allen Dingen tagsüber. Das ist mir noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Sag mal, in welchem Semester sind wir denn eigentlich angekommen? Na, im zweiten? Alles klar, ich verzeihe dir. Ich habe das auch erst so noch nicht so lange. Ich hab's auch nie gehört. Mir hat das mir gesagt, man hat mir die Teile gezeigt. Wenn du direkt daneben stehst, hörst du es auch ganz gut, aber so wäre es mir auch nicht aufgefallen. Naja.
Betretenes Schweigen ohne Alkohol. Und ohne was? Was ist mit Essen? Ich habe Essen gehört. Ja, ich habe noch kein Fressfleisch, aber der Keks ist ganz okay. Der Keks? Das ist ja immerhin fast ein ganzer Daumenbreit Nahrung. Ja, es ist hart, oder? Ja. Ich muss ja auf meine Figur achten. Du meinst wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß, damit du noch muskulöser wirst? Hallo? Das ist, ich kann da nichts für, ich bin so geboren. Stell mir das gerade ein bisschen vor, wie wenn deine Mutter ein Furzkissen geboren hätte und dann hätte sich das aufgebläht, bis irgendwann du in voller Größe einfach dagestanden hättest. Ja, bestimmt. Ich weiß das nicht so von der Hand, manchmal riechst du auch so. Fall mir nicht in den Rücken. Warum nicht? Ich habe das Recht dazu. Nur weil er breit genug ist dazu? Ja. Ah. Nee, zurück zum Pitchen, Shaman. Ja. Ich weiß nicht genau, genau was ich für dich machen kann, aber ne, vielleicht kann ich mich ja irgendwie einbringen oder sowas. Beziehungsweise. Ja, der, also worauf Bock? Hast du denn Bock? was denkst du denn, was du machen kannst? Und ne? Das Ding ist, ich habe jetzt echt, es haben ein paar Leute gesagt, die haben Bock, haben sich ein paar sofort wieder abgemeldet und so, bla bla bla. Also, ich lerne. Und das Ding ist, ich habe tatsächlich gemerkt, hatte ich halt so viele Ideen dazu und dann habe ich halt am Anfang mit so ein paar Leuten total offen darüber geredet und so. Und ich hätte halt schon Bock, irgendwie so meine Grundideen durchzusetzen. Ich bin da schon für Diskurs auf offen, aber ich hätte halt schon Bock, da ein bisschen meinen Kopf durchzusetzen und ich muss es halt auch einfach machen, weil das langsam zu koordinieren mit so vielen Leuten, die einfach unterschiedliche Sachen wollen, ist halt echt schwierig, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich voll die Arbeit. Ich habe ein bisschen, allein schon durch das Studium habe ich so ein bisschen Ahnung von Magie und so weiter. Von Magie? Ja, das ist. Du studierst normale Zoologie und nicht Parazoologie oder was? Doch. Also Parazoologie ist ein bisschen mit drin, nicht so viel. Ich bin jetzt nicht der. Achso, okay. Ich bin jetzt nicht der Dude, sag ich mal so, ne? Aber ein bisschen davon, ne? Also. Ein bisschen ist halt drin, weil das gehört ja mittlerweile irgendwie dazu. So viel, dass die Leute denken, sie wissen, wovon du redest. Also die wissen, wovon der Typ redet im Fernsehen, der dann was erzählt. Aber auch so, dass es richtig bescheuert klingt und richtig. Ja, also wir schmeißen einfach keine Fachwörter um uns, das will ja sowieso keine Sau haben. Doch, natürlich, sonst wirkt das doch. Wie soll ich denn da zum Beispiel den Experten einbringen, den Wissenschaftler, wenn da nicht ein paar Fachwörter drin sind, die natürlich ja, überhaupt nicht dazu passen? Oh Gott, da musst du dir aber eine Brille aufziehen. Parataralantulala. Nee, den Wissenschaftler, tut mir leid, da muss ich ein Klischee machen. Ah, okay. Das wird eine Frau mit Brünett, Hochsteckfrisur, Brille im Kittel, die erst total unscheinbar wirkt und dann natürlich im Laufe der Zeit einfach dann irgendwann die Brille abnimmt, sich die Haare ausschüttelt, den Kittel abstreift und dann jemand schwarzes Negligé ist und dann BÄM! Science with pleasure. Naja, haben wir es gesagt oder haben wir es gesagt? Das ist ein geiler Name für einen Puff. Das ist nicht nur ein geiler Name für einen Puff, aber ey, sorry, ja, wenn, Bro, ich weiß nicht, der ist patentiert. Was du für Pflanzen und so weiter reinhauen willst, aber Pseudo-Kyrosanum ist ja eigentlich schon, oder Kawakami, ne? So halt so kleinere Pflanzen. Kalamari? Kawakamari. Na und irgendwie so auch so, was weiß ich, wenn so, jetzt sag mal einfach mal, Photosynthese, ja? Ja, ich weiß. Da gab's auch, kannst du sogar, krasse Scheiße. Chlorophyll. Also nein, ja, kenn ich nicht. Ja, das gab's auch, aber da gab's noch so. Du bist so gar nicht grün. Ja. Hier, A, D, P, ach nee, das war bei uns, beim Menschen, ne? Ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall, wenn du da einfach so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel erklären muss, dass der Pitchen Shaman eine seltene pilzige Krankheit hat, ja, die nur bei Pitchen Shamans auftritt und die ihn fast vernichtet, ja, dann muss ich ja irgendwie erklären, wie das wissenschaftlich funktioniert. Und wie er sie dann wissenschaftlich zerstören kann. Und da brauche ich dann einfach so ein bisschen dumme, sodass es richtig dumm klingt, aber so, gerade so unverständlich, dass man nicht denkt, hä, ist ja, ne? Was? Ja, ne, das ist halt, du musst halt aufpassen, dass es halt, dass du immer noch deine Kohlenstoffdioxid-Assimilation kriegst. Ja, auf jeden Fall.
Das ist die wichtigste von allen. Alles klar, gut. Na dann sage ich mal, guten Hunger. Na, das ist schon... Ja. Also, du bist bereit, wissenschaftlicher Berater zu werden. Klingt doch gut. Bist du auch bereit, wenn ich mal jemanden brauche, der als Statist oder so, ne? Ja, stell das drauf, klar. Einer von den Leuten, der abgemetzelt wird, krieg ich wohin. Cool. Hey, ich meine, ich bin nur so ein übelster Muskelprotz, ne? Kann man ja nichts gegen sagen. Wenn der Typ mich einfach wegfegt, wie, als wenn ich nichts wäre, kommt, ne, so, kommt durch die Tür und krieg er aufs Maul. Passt. Schlägt einmal mit den Flügeln und du fliegst gegen die Wand. Ich muss auch sagen, das ist eigentlich echt krass. Ich hätte so die Zoologen und so, die... Ja, hatte ich jetzt nicht im Kopf als die typischen Berserker unter den Studenten. Ja. Also ich muss zugeben, ich hätte schon kurz gedacht, von dem Bild, das du da online hast, Spobi, weißt du? Ja, klar. Ist ja auch ist es ein Hobby? Ist ein Hobby quasi, ne, so... Gib's doch zu, du willst ja nur die Bitches. Schon, klar. Und kriegst du? Läuft. Ja, alles richtig gemacht. Es ist halt, ne? Ja, na klar, wenn es klappt. Muss, wenn es klappt, dann, ne? Es ist halt so, die sind halt so lieb. Ja. Und fallen, also, manche fallen drauf rein. Und dann ist ja gut. Alles klar, so, das, sehr gut. Was fällt mir noch ein? Ja, da ich nicht genau weiß, was du alles vorhast, kann ich so sagen. Das ist das Ding, das entwickelt sich auch nebenbei, aber ich brauche erstmal einen Stab von Leuten, auf die ich zurückgreifen kann. Technischer Berater bin ich. Ich habe auch echt wenige, die ich die ganze Zeit irgendwie brauche. So. Mhm. Aber bei dir würde ich dann halt immer mal hinkommen mit einem Teil des Skripts und dann später mit dem Teil des des richtigen Drehbuchs und dann sagen, hier, wie ist denn das und wie ist denn das? Das kriegen wir schon mal hin, also ich komme natürlich auch gerne klar zum Dreh mit oder sowas, wenn, Ja, wir haben nicht direkt ein Personenlimit in dem Studio, aber wir sollen halt nicht unendlich viele Leute mitbringen, weißt du? Ja, ist klar, das ist ja weil auch... Weil der Ablauf irgendwie... wird ja dann auch und so weiter. Ich würde mir das Ganze gerne schon angucken, weil, also mal einfach nur aus Interesse halber, ich möchte gerne mal sehen, wie das so abläuft. Na, pass mal auf. Ich muss ja nicht die ganze Zeit mitkommen. Die Schnalle hat mir gesagt... Die wird mich in jeder Hinsicht bei meiner Erstregie-Tätigkeit unterstützen, ja? So. Und wenn ich als Regisseur sage, in meinem Stuhl mit meinem geilen Cappy und wild rumfuchtel dabei, das ist ganz wichtig, ich brauche jetzt diesen Typen da, der, ich will jetzt sehen, wie der an der Rolle, der statt dem da in der Rolle aussieht, da lasse ich dich einen Satz sagen, dann stelle ich wieder raus, wieder rein, was weiß ich, dann habe ich ein bisschen meinen Spaß und so und werde total hysterisch und sag, so kann ich nicht arbeiten, dann gehe ich erstmal zum Befehl und so weiter. Dann habe ich dich ja schon mal mit, weil ich brauchte dich ja. Ich muss die Haare raufen, sonst geht das nicht. Und ein Megafon brauchst du. Megafon? Na klar. Ja sicher, du musst mich ja anschreien. Regisseure sowas haben immer Megafon. 2000 gar nicht. Nein, kein Megafon. Warum denn nicht? Die Studios sind erstens winzig. Aber ja? Es geht um den Stil. Zweitens haben wir nun mal eine Direktverbindung. Und drittens, der Stil ist der folgende. Ich sag's ihm einmal, ich sag's ihm zweimal, dann stehe ich ganz gemütlich auf, sag, okay, es ist meine Schuld, ich drück mich hier nicht klar aus, es tut mir total leid und um jetzt mal auf einen Dings zu kommen, auf einen Nenner, dann stelle ich mich vor ihn, atme tief durch, lege ihm meine Hände auf die Schulter und dann schreie ich ihm einfach an. Und dann mein Spuckefilm, der glänzt dann auf seinem Gesicht danach und manchmal tropft es auch ein bisschen runter. Das hat Stil. Das brauche ich auch kein Megafon. Das Megafon wäre der alte Stil. Nein! Doch! Nein, direkt ins Gesicht brüllen. Um die Emotions hervorzukitzeln. Ja, aber weißt du, wie geil das ist, wenn das noch durch dieses... Nicht richtige, sondern einfach nur dieses Rohr dann kanalisiert klingt es blechern wird. Und er hat dann keine Spucke im Gesicht. Das wie soll er denn das lernen, wenn es nicht trieft? Ja, aber ich würde ganz gerne bevorzugen, keine Spucke im Gesicht haben. Ich weiß gerade, wie viel Lust ich habe, dir ins Gesicht zu spucken. Also, ich weiß nicht, wie du dir dann vorstellst, dass du das Studio von innen sehen wirst. Wenn ich dich nicht mal anspucken soll? Also nicht mal darf? Und Entschuldigung, auch ich brauche ein paar Freunde, das ist auch für mich anstrengend. Nehme ich an. Ist klar. Nee, aber klar kriegt man das irgendwie hin, also. So cool. Ich weiß noch nicht wie und wann und wann und ne und überhaupt. Ja, ich kann dann, andere Leute haben ja auch Bock. Deswegen. Okay, ja, wir kriegen das bestimmt irgendwie. Alter. Hin?
Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Ach so, bei dir rumpelt's noch am Himmel. Ein bisschen, ja. Hast du Angst vorm Gewitter? Nein, es war nur gerade, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken und musste die Sprechtaste loslassen, weil es aber richtig übelst laut war. Geil. Geht ein bisschen ab gerade. Ju. Ich sehe schon, das hat Stil, was du da machst. Genau. Ich hab schon. Also, ich hoffe, es ist alles noch nicht hundertprozentig koordiniert. Aber dafür haben wir ja einen guten Typen, der sich auch total gut koordiniert. Übrigens habe ich total verplant, dass ich heute eigentlich voll die Kalle die Schicht habe und muss es dann später jetzt noch nachholen und deswegen verpasse ich dann ein Konzert. Aber hey, so koordiniert bin ich. Geil. Mensch. Ja. Du bist ja noch besser als ich. Das läuft ja richtig bei dir. Ja, ja. Aber ja. Ich sag mal so. Rufst du an, ich bin da ja, ich habe ja Zeit, ne? Also es ist ja so, dass es ja nicht. Ich meine, was soll passieren, die Pflanzen rennen nicht weg. Ja, bitte, ey, ich komme dann einfach, wenn du gerade Prüfung hast, komme ich rein. Ey, ich brauch den mal. Das ist gerade wichtig. Hier wird Geschichte geschrieben, Mann! Ja, zum Glück nicht, sondern ich hasse Geschichte. Ich bin jetzt Kind immer. Nee, ich meine, hier wird Geschichte geschrieben, weil. Okay, ich war mir nicht sicher. Ein Wortwitz. Mann. Ja, ich fand ihn gut und wollte ihn jetzt verteidigen, weil ich Angst hatte, das könnte, weißt du? Ach so, ah. Ja, klar, ich fand natürlich. Ihn wirklich so toll. Drauf reingefallen, sagst du? Ja. Ich hielt dich für blöder, als du bist, ich gebe das zu. Ja, nur weil ich auf bin, das passiert mir ständig. Kann nichts dafür, nicht, dass er so aussieht. Bist, sondern weil du so hässlich bist. Ah, okay, gut, das ist ein Punkt für dich. Deswegen trainiert er ja so viel, damit man seinen Kopf nicht sieht. Ja, da guckt man einfach nicht hin, wenn man die Brüste sieht. Ja, Alter, einfach oder? Im Verhältnis zum Körper so klein ist, dass er dann. Ja, aber gib's doch mal zu, auffällt. Wenn dir so ein Typ aus 50 Metern Entfernung aus der Straße entgegenkommt, dann denkst du da von Weitem schon, ja, der kann. Der ja, und wenn er näher kommt, mich weißt und du. Und zwei andere über die Schwelle und dann guckst du dir das an und dann hängst du da irgendwie an den Armen und den Brüsten und was weiß ich ja und an dem Bauch und wenn der da näher kommt, dann guckst du gar nicht mehr aufs Gesicht. Eben, weißt du, mir ist das auch Taktik. Zu anstrengend, permanent aufs Gesicht zu gucken, weil ich die ganze Zeit hochgucken muss. Ja, zusätzlich, hat, aber so nah wirst du ja nicht auf an der Leuten, richtigen Höhe. Ne, also aus einer gewissen Entfernung geht das ja noch. Das ist richtig, aber so, da kann ich dann den Kopf nicht so gut. Du bleib mal mit dem Kopf auf der Höhe, wo du bist, das ist so passt schon. Interessiert dich das, auf welcher Höhe mein Kopf ist? Da hast du doch deine anderen Bitches für. Ja. Aber die ja, sind auch direkt dafür. Also die müssen sich alle bücken. Das ist schlecht für den Rücken. Das wäre irgendwie besser, wenn du ein Troll wärst. Dann würde der Satz irgendwie besser funktionieren. Das ist richtig. Außerdem, also, nee. Sorry, nee. Du bist nicht mein Typ. Alles klar, sexuelle Spannungen sind vorhanden. Das ist gut. Hatte ich bisher ein bisschen wenig bei dir. Nee, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, das passt schon. Das hat damit, im Gegenteil, da ist das eher ein Pluspunkt für die sexuelle Spannung. Aber ist okay. Das heizt die Arbeitsatmosphäre an, gibt immer was einen Grund zum Tratschen für die anderen und so. Finde ich okay. Haben wir jetzt kein Problem mit. Dann ist ja gut. Ja. Du musst ja, nicht so verlegen sein. Das ist schon in Ordnung, Anton. Ja, ich bin nicht verlegen. Du kannst nichts dafür. Ein Mann hat Bedürfnisse. Ich weiß, das ist auch und manchmal muss er eben nehmen, was er kriegt. Und manchmal ist es an mir, einfach zu ignorieren, was er für Bedürfnisse hat. Eigentlich ist es immer an mir, zu ignorieren, was er für Bedürfnisse hat. Sie ignoriert mich die ganze Alter, Zeit. Alter, ihr wehrt das so krass ab, das ist echt ganz schön hart, ne? Entspannt euch mal kurz. Kurz mal die Poperze schlaff lassen. Ja, aber lass das lieber. Nicht zu schlaff. Gut. Das ist die richtige... Ja, so sind wir fit. Gut. Sehr schön. So, wann wollen wir denn anfangen zu drehen? Also beziehungsweise irgendwie da mal hinzugehen und irgendwie schlau machen? Ich weiß nicht, wie ist denn da der Plan quasi? Dein Plan? Ja, das Ding ist, solange ich noch nicht irgendwas hab von wegen Skript und Drehbuch, ist halt, dauert das noch. Wenn ich damit fertig bin, das heißt, wenn ich mit dir und ein paar anderen Leuten, die da halt was noch beitragen, ne, oder gearbeitet hab, dann gehe ich erstmal zu Horizon. Dann gucken die da nochmal drüber. Und dann, da wird aber nicht viel passieren. Ich muss ihnen das eigentlich nur zeigen, damit ich denen zeige, ich habe was gemacht für das Geld, was ich halt vorher kriege, ne?
Weil ich muss ja dann auch ab nächster Woche nicht mehr arbeiten, quasi, weil ich da jetzt das ja mitkriege, also so ein bisschen Ausgleich kriege. Und dann gehe ich da halt ins Studio und es gibt ja Special Effects. Und ich habe da schon ausgemacht, dass die halt gut, schlecht gemacht wirken sollen und zum Teil auch wirklich noch selbst aufgenommen, wenn es kleine Explosionen gibt, aber richtig schlimm aufgenommen dann draußen, auf dem kleinen Außengeländer. Und dann werde ich mit denen mal drüber sprechen, was dann halt, wie wäre, damit wir das planen, müssen ja dann irgendwie Szenen auch, also die Szenen drehen wir ja nicht so, wie sie dann später vorkommen, ne, sondern zum Beispiel die ganzen Action-Scheiß, den macht man dann irgendwie mal an, in einer Woche irgendwie am Stück und so ein Scheiß, deswegen weiß ich klar überhaupt noch nicht, wie das wird und wann das wird, aber ich hoffe ja, dass das bald ist, ne? Cool. Bald, das klingt so nach in demnächst einigen Monaten. Ja, das macht ja auch gerade. Pass auf. Jetzt pass ist auf. Der 20. Naja. Wenn ich den Pilot und mindestens 4 Episoden schon habe an Skript und an Drehbuch, dann kann ich anfangen zu drehen, haben sie gesagt. Dann hat man genügend, um das noch nachzuholen, den Rest. Und ich denke, das wäre... Ah, keine Ahnung. Am 1. Uti, wie weit sind unsere Sins? Ah, warte mal. Wie am 2. treten die, sind die ausgelaufen. Am 1. ist aber Tag der Arbeit, sehe ich gerade. Mhm. Das ist natürlich ziemlich übel. Also am 2. ist auch ein Scheißtag. Am 2. habe ich eigentlich schon Bock, das dann zu machen. Okay. Kriegt man denn auch so gleich direkt einen Termin da, oder wie läuft das? Na, den müsste ich dann jetzt schon bald mit denen ausmachen, ne? So. Also ich würde das dann direkt für den 2. festmachen. Das Ding ist halt, bis dahin Schauspieler und so, da muss ich ja schon noch mal ein paar Leute da haben. Es ist ja nicht so wenig Arbeit. Alles klar. Ja. Aber so gegen den 2. wollte ich eigentlich anfangen. Das sind gut. Halt nur noch so 11 Tage, was halt für alles ja, ja nicht ganz so wenig ist. Na, wenn du noch Skript machen musst, ja. Und Leute suchen, ne, die dann auch verlässlich sind, weil ich will keine, die nach 3-4 Tagen sagen, ist aber tatsächlich anstrengend und ich wollte eigentlich nur ein Star werden und fickt euch alle. Das ist halt doof. Ja, das weiß man ja, dass man sich damit ein bisschen Arbeit reinsetzt und so weiter. Das, also das ne, sagst wie du. Wie gesagt, ich kann dir auch die nächste Zeit ein bisschen helfen. Ich habe ein bisschen... Zeit, also wobei, eigentlich wäre das übelst geil, wenn ich für jede Folge einen anderen Hauptdarsteller hätte. Einfach, oder einfach unregelmäßig. Der kann auch mal einer 2 Folgen machen, aber der soll schon auch immer anders aussehen. Nur so ein paar Grundmerkmale gleich haben und dann einfach, es wird einfach nicht drüber geredet. Es ist einfach jemand völlig anderes. Das wäre eigentlich schon solide. Und es reagiert auch einfach keiner drauf. Das wäre gut. Wie damals bei James Bond. Ja, quasi. Bloß halt in engeren Zeitrahmen. Das ist halt so das Mysterium. Niemand weiß, wie er aussieht, der Pigeon-Shaman. Das ist richtig. Das kann man damit voll unterstreichen und so. Oder man hat sich einfach nichts dabei gedacht, wir haben einfach jedes Mal anderen genommen. Bam. Oder so. Was wäre das? Aber jetzt mal ganz kurz, um mal von meinem stressigen Zukunftsplan Abstand zu nehmen. Bist du eigentlich, dreht sich zu Julio, nur hier, um dich lustig zu machen und zu urteilen? Nö, eigentlich. Alles klar, gut, also, bin ich beruhigt. Primär, aber nicht nur. Krass. Du warst abgehakt. Krass. Ja. Nee. Keine Ahnung, ich wollte halt eigentlich auch mal so ein bisschen in so eine Richtung, keine Ahnung, irgendwie was machen. Keine Ahnung. Das ist mein Lieblingswort. Nee, pass auf. Du meinst in die Richtung fliegen. Ja, ich wollte schon immer mal fliegen. Is it a girl? Is it a bird? No, it's irgendwas. Egal. Pigeon Shaman. Nein, das ist ja kein Girl. Die Titelmelodie lautet anders. Die hab ich schon. Tut mir leid. Das dachte ich mir. Ja. Die geht. He's not only strong and bossy, now he is a winged assassin. He's not only kind and fearless, now he wields a mighty magics. Pigeon Shaman!
finde ich gut. Ja. Sei ich okay. Das ist. Nee, ich bin eigentlich Mechatronikerin. So ein Krams mache ich eigentlich. Aber ich will ganz gerne in so eine Richtung, also irgendwie Film, Medien, so ein Scheiß. Habe aber keine Erfahrung. Ich dachte auch, so bei dem Studio, wo ich dann später gesehen habe, dass du da auch hin willst, guck's mal, aber die wollten mich nicht. Sie meinten, ich bin nicht motiviert genug. Weil ich, keine Ahnung, offensichtlich nicht voll auf Amphetaminen bin oder so. Und dann? Na, ich glaube, sie nehmen einfach keine Studenten, weil ja, keine Ahnung hat. Ganz schön krass, glaube ich. War die nette Ausrede dafür oder so. Und dann hat Anton mir erzählt, wo er hingeht. Und ich habe gedacht, weißt du was? Gehst du mit? Guckst du mal. Ja, krass. Ja. Das ist eigentlich schon krass. Das heißt, du kennst dich da auch schon aus. Nee. Das ist ja mein Problem. Nicht wirklich. Also so ein bisschen so hobbymäßig mal, aber halt nur der ganze Verkabelung und Reparatur und all so ein Kram. Also aber ich meine, so Mechatronik-Kram, das haben sie ja auch meistens, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du da halt viel Arbeit hättest, weißt du? Ja, also von dem, was ich kenne, von so Arbeit mit Medien und um Medien und um Medien zu erstellen, brauchst du halt nie einen Mechatroniker, außer du sagst, kacke, das Gerät nicht, wir müssen mal kurz jemanden anrufen, dann kommt jemand und dann hast du nichts für dich zu tun. Ja, halt Techniker. In dem Sinne. Ja, aber die brauchst du ja nicht. Die Kameraleute können das Grundlegende an ihren Kameras machen, die Soundleute können das Grundlegende an ihren Sounds machen, aber du hast ja so viel Spezialisierung, wenn das kaputt ist, musst du jemanden anrufen oder kommt halt nur dafür und fährt halt den ganzen Tag zu irgendwelchen Firmen. Deswegen glaube ich, für dich hätten die wirklich einfach keine Stelle gehabt. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte es irgendwie gehofft. Naja. Jetzt willst du da einfach reingehen und sagen, ja, alles klar, du kannst mal sehen. Ich bin einfach doch hier, guck mal, wer dir das da? Jetzt muss ich mich richtig gut behandeln. Moment, wieso werde ich hier das da? Na, ich dachte, das wirst du sagen. Ach so, ich wollte schon immer berühmt werden. Das Ding ist halt das Folgende. Was denn? In meinem Kopf sehe ich dich leider nicht in der Schauspielerrolle. Nee, ich wäre in meinem Kopf ich auch keine Schauspielerin. Ich brauche langbeinige Blondinen und die eine Brünette. Die, weißt du, die typischen. Du, ist doch die alles... Die in den Lederhosen alles, und so. Alles ich sag das nur sofort. Es könnte ein Statisten sein, der umkippt oder so wahrscheinlich. Nein, auch die Frauen. Wenn es Frauen sind, dann sind es solche Frauen. Habt ihr mir Shady gesehen? Ja. Yep. Habt ihr Shady gesehen? Mhm. Gab es da auch nur eine Frau, die normal aussah? Nein. Das wäre ja auch eine Sünde gewesen. So. Richtig. Frauen sehen doch so normalerweise aus, oder nicht? Ja, alles andere ist nicht normal. In meinem Kopf schon. Du bist nicht normal. Nein, das bin ich offensichtlich nicht. Gut, schön. Aber musst du das immer so betonen? Na, du gehst halt einfach mehr in die Richtung Japanogor. Das ist okay. Aber das ist halt nicht das, was ich hier wollte. Nee, ich wollte auch nie Schauspielerin werden. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, ich wäre auch eine beschissene Schauspielerin. Ja, Mechatronik. Ich wäre beschissene. Ja, ich weiß, dass du das nicht brauchst, aber... Ja, ich überlege, weil ich will halt eigentlich niemanden ausschließen, wo ich denke, wäre halt irgendwie cool, weißt du? Das Einzige, womit ich vielleicht dienen kann, ist ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Magic. Ich sag mal so, für das, was man so, ich sag mal, recreational braucht, kann hier wohl jeder selbst sorgen und am Set oder bei der Arbeit würde ich eigentlich jetzt nicht zwingend die große orale, nasale, wie auch immer, venöse Verklappung irgendwelcher Stoffe so besonders gut heißen. Ich sag nur, dass das Einzige ist, womit ich dienen könnte und ich würde es nicht gerne. Ich glaube, er hat dich auch falsch verstanden. Sie meinte, er meinte gerade synthetische Magie. Ach so, quasi. Nee. Und was du meintest, ist Mojo-Magie. Also jetzt mal Jens, jetzt mal kurz hacken hinterher. Es ist also so, dass du Mechatronik studierst. Ja. Aber du bist eine Spruchschleuder. Eine Funzel. Jein. Eine Astralschnöse. Jein. Eine Geisterbraut. Jein.
Theoretisch, aber sie hat's nicht drauf. Esse. Aber du studierst halt Mechatronik. Ja. Und da kam keiner an und sagte, sag mal, wir hätten da eine Stelle und guck nicht auf die anderen 100 Leute, die haben auch eine, aber wir sind die geiler, denn wir waren die Ersten. Also, bin ich echt richtig, richtig schlecht. Ach so, hast du so eine komische Tradition, die keiner einstellt, oder was? Jein. Ja, sowas in der Art. Bist du das in Wirklichkeit, die Leuten das Herz rausschneidet? Psst. Okay. Easy. Deswegen bin ich hier. Ich sag immer, wenn jeder soll das daran glauben, woran er halt glaubt. Das finde ich gut, dass du das einsiehst. Ja. Sollen wir vielleicht später noch? Na, man muss auch mal selbst zurückstecken, damit andere auch irgendwie ihren Glauben da ausleben können. Finde ich okay. Also wenn du mir das Herz rausschneiden musst, wenn das wirklich sein muss, ja, was soll ich denn dagegen sagen? Ich kann dich da nicht einfach einschränken, nur weil ich an was anderes glaube. Also das ist absolut, sehe ich genauso. Ja. Aber um halt nochmal, Jens, also das ist schon wirklich so, ja? Ja, das ist schon wirklich so. Also nicht, dass ich anderen Leuten das Herz rausschneide, aber wie gesagt, ich bin nicht sonderlich gut und ich habe auch, eigentlich wollte ich nie so, nee. Ja, aber für die Special Effects wäre das schon cool, wenn dann wirklich mal jemand fliegt oder so. Eine Magie kannst du ganz schlecht aufnehmen. Weiß ich auch nicht, ob ich das hinkriege mit dem Fliegen. Also doch, das müsstest du eigentlich können. So Fliegen aufnehmen? Na, Fliegen bringt mir vermutlich nichts, weil halt dass die Studios so klein sind und der Außenbereich halt auch relativ klein ist. Weißt du, und also dann ich weiß auch nicht, ob ich das ist schon ziemlich, ich hab's mal versucht und es hat nicht aber so richtig aber du kannst geklappt. Nach außen die Luft sprengen wenigstens. Ah, pff, klar. Na, dann ist ja okay. Ja. Das kann auch jeder Magier. Du kannst Magie. Jeder Magier kann A, deine Gedanken lesen und B, dich machen lassen, was er will. Ich und denke nicht, sonst hätte ich hier vielleicht schon, naja gut. Boah, den Luftsprung. Vielleicht schon? Du weißt doch, was ich denke. Muss ich ja nicht aussprechen. Das ist jetzt echt krass, Magie. Schnitzelbrötchen. So, ja, Schnitzelbrötchen. Das war mein Kopf. Schnitzelbrötchen. Ach, verdammt. Raus aus meinem Kopf. Kannst du Illusionen machen? Na, ein bisschen. Aber das heißt, du kannst nur schlechte Illusionen machen. Ja, es klappt nicht. Jedes und die Mal. Und die kriege ich halt quasi kostenlos und die sehen auch aus wie schlecht gemachte Computeranimationen. Ja. Ich meine, natürlich cool. Das ist natürlich interessant. Und du würdest das kostenlos machen? Ja. Ja, ich finde, wir sollten uns demnächst nochmal treffen. Ach so, das muss ich natürlich jetzt mit denen absprechen im Studio, ne? Weil, das sollte man, also wenn ich davon wirklich Gebrauch machen will, dann müsste ich mir vielleicht mal mit der bereden, ob das okay ist und so. Und wie wir das machen. Und dann müsstest du vermutlich mitkommen. Ja. Und weil du, zeigt auf Kaba, natürlich einen total positiven Einfluss auf ihre Magie hat, hast du. Ich bin ja der Berater. Nein, du bist der Ruhepol. In so. Dir sieht sie ja offenbar den Geist ihrer verstorbenen Ziehkatze. Was weiß ich, das denkt euch schön selber aus. Aber dann könnte ich dich ja gleich mal mit, du wolltest euch ja mal angucken. Richtig, ist ja cool. Ja. Weil, wenn ich das wirklich nutzen kann, wäre es halt erstens, du bist fett. Und zweitens muss ich das auf jeden Fall ansprechen. Ja, ich glaube, so ohne Erlaubnis wäre das auch ein bisschen. Na, ich glaube, da musst du sogar auch dann nochmal nicht nur beim Studio die Erlaubnis kriegen, sondern ich glaube, Magie in Filmen ist auch halbwegs. Ach so, du hast natürlich jetzt überhaupt keine Lizenz für sowas oder für irgendwelche Zauberei. Wenn ich Illusionszauberei nutze, hast du natürlich keine Lizenz dafür. Nee, für Illusionszauberei habe ich keine Lizenz. Das ist natürlich so eine Sache. Wofür hast du irgendwas? Ja, ich habe für Heilmagie ein bisschen Lizenz. Also habe ich eine Lizenz. Moment. Wobei OT, wenn er das eingetragen hat, ne? Hat der Magier eingetragen. Stimmt, da hat der Würfel Magier.
Würfel Edge. Weil bei deinem Magieattribut wäre es unrealistisch, wenn du keine einzige Lizenz hast, das sehe ich ein. Okay. Zwei Erfolge. So, jetzt würfelst du nochmal 2 W5. Haha. Jetzt bist du gleich Kampfmagierin. Nein, W5. Der Befehl lautet, Klammer auf, 2D5. Klammer zu. 4 und 2. Eine 4 und eine 2. Okay, du beherrschst Manipulations- und Wahrnehmungsmagie laut deinen Lizenzen, die Fido eingetragen hat. Gut, ich kann kein bisschen Wahrnehmungsmagie. Hey, das sieht ja aber auch keiner. Wahrnehmungsmagie ist ja für einen Betrachter unsichtbar. Das stimmt. Na, ich und dafür bezahlst du mir übrigens noch 300, damit Lizenzen eingetragen sind. Alles klar. So. Ich habe eine Lizenz für Manipulationsmagie. Das doch zum Beispiel fliegen lassen, ne? Zum Beispiel. Alles klar. Ja, ich glaube, ich muss bald mal mit denen sprechen und dann müsstest du da bald mal mit hin. Hey. Na, also. Du, dich kriege ich da noch mit rein irgendwie. Ja, technischer Berater quasi. Technischer Berater, alles klar. Läuft schon irgendwie. Du musst ja auch irgendwie, ne, auf die ganze Kacke angehen. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, was du damit meinst, aber ist okay. Ich geb dich einfach als Mentor an. Ja, oder so, ich bin einfach nur. Das wird nicht klappen. Vielleicht bist du ja auch einfach ihr Stecher. Ich glaube, die haben da gar nicht so wenig dagegen. Oder gern auch der Cousin. Der Cousin? Ja. Ja, so sieht er aus. Sag mal, was soll denn das heißen? Findest du die Verbindung von Menschen und Orks irgendwie eklig, oder was? Ich finde die absolut abartig. Ja, ich auch. Ich finde, Orks sollten sich nicht mit Menschen paaren. Menschen sind so eklig. Mhm. Man bleibt immer in den Hauern hängen. Nee. Ihr wisst gar nicht, was gut ist. Die Hauer müssen sich in euren Hals bohren. Ja, das sehe ich ein. Aber Menschen, ich finde, die Hauer sind verschwendet in einem menschlichen Hals. Weißt du? Ja, die reißen auch die ganze Haut auf. Gehören nur in Ork-Hälse, oder was? Na, da sind sie einfach... Das ist doch wie... Warte. Ihr wisst einfach noch nicht, was gut für euch ist. Das ist, wenn ein Wolf so ein, wie heißen, Kobi-Rind frisst. Das ist nicht dafür gemacht worden. Das ist dafür gemacht worden, dass es auf meinem Teller landet. Was, so? Ein Kobold-Rind? Die Kobold-Rinder da, die richtig teuren. Die man mit Bier massiert. Das Kobi-Rind! Hab ich doch gerade gesagt. Ja. Kobold-Rind. Oder Kobi, oder Schnobi, oder Guppi, wat weiß icke. Auf jeden Fall Kobe. Irrelevant. Ich komme aus Japan übrigens. übrigens mal früher gewesen. Du kommst aus Japan? Nein. Achso. Kobe-Rinder kommen aus Japan. Achso. Und dann. Ja, ist auch interessant, muss ich sagen. Noch nur die dürfen sich so nennen, weil anderen sind halt. Die werden halt anders benannt. Sind ja, zwar dieselben Rasse, aber. Genauso wie Champagner und Sekt. Genau. Genau. Na, Juti. Wäre geil, wenn du mir mal eine Auflistung von so ein paar Zaubern nennen könntest, die du gut beherrschst. Also in den nächsten Tagen. Okay. Weil, ne, ein bisschen Planung wäre halt schon nice. Mhm. Naja. Nein, in den nächsten Tagen. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt voll auf der Höhe. Das jetzt oder aufnahmefähig. Das doch alles mit einzuordnen. Ist ja schon genug auf einmal. Oh Gott, das ist alles in ihrem Zug, ist immer so. Man muss auch leiden können. Das stimmt. Ha, Zauberfinger zum Beispiel. Wow, spannend, da fliegt was. Gucke dich das an, Junge. Elementaraura. Das ist allerdings cool. Ist das auf selbst oder auf Berührung? Das kann ich nur selbst. Tja. Dann kannst du höchstens nicht Elementarauren. Ja, dann kannst du in Flammen aufgehen. Moment, Gestaltwandlung kann ich doch auch auf ein freiwilliges Ziel. Ja. Kannst du ihn in eine scheiß Taube verwandeln. Zum Beispiel. Die nein, kannst du nicht, wenn es ein Ork ist, wäre es echt eine Taube, die das funktioniert. Materialformen. Es gibt also Auswahl. Nebel. Schatten. Lame. Was willst du eigentlich? Es gibt eine Nebelmaschine.
Und Schatten gibt halt einen Lichtschalter. Das ist richtig. Aber okay, ich habe wie gesagt noch eine Schicht. Ich werde mir das mal richtig ausdenken müssen. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Wegen bald Studio. Da musst du garantiert auch richtig viel Papierkram unterschreiben und so. Das wird richtig geil. Also überleg dir genau, ob du das machen willst. Bestimmt. Also jetzt überlege ich mir das gerade wieder, wenn ich so viel unterschreiben muss. Ja, ist halt schon alles ein übelster Aufwand, ne? Heißt ja halt auch die Einverständniserklärung, dass du halt da dann dafür deine Magie einsetzen darfst und so und dann bla bla. Super. Naja, nehme ich an. Also ich, ja, du weißt doch, wie es ist, Magier zu sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach hingehst und sagst. Es ist ätzend. Ich glaube dir, dass das manchmal nicht so cool ist. Aber gut, also, ich habe meine Schicht. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Und das wird richtig episch. Sehr gut. Juti. Und werde mich dann ranhalten. Scheiße. Ja, das kann ja, aber ich auch. Mach dir mal keinen Gedanken, wir haben ja noch Zeit. Ist ja nicht das Thema. Er hat keine Zeit. Das mit der Zeit ist so eine Sache. Ich habe schon ein paar Leute gefunden, die mich in meinen Vorlesungen und Seminaren einschreiben. Das geht. Ach so, na dann. Ist ja nicht mehr so einfach, weißt du? Es wäre schön, wenn es so wie früher wäre, wenn da halt eine Liste rumgeht und da unterschreibst du, aber na gut. Krieg mal das hin. Ich mach mich los. Ist da gerade so ein Zauber? Nee, der geht nicht. So, viel Spaß und bleibt geil. Piep. Ja, er hat gerade gepiepst, als er aufgestanden ist. Ja, ja. In seiner Hose. Es war vielleicht wohl sein Kommen. Ja, okay. Oder ein Fieberterror. Dann gehen. Ich würde sagen, das Date mit Freya schaffen wir leider nicht mehr. Ja, doch, ich denke auch nicht. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich will's hören. Oh Gott. Abgelehnt. Kommt nächste Warum? Folge. Warum? Er gibt noch eine Geigenfrist. Es ist doch eh nur eine Zusammenfassung. Du wirst dann nicht das stimmt. Hören. Also, halt auch wie 12, viel ne? Zeit haben wir, bis ja. der sich meldet? Wisst ihr das? Ich weiß das auch noch nicht. Ich dachte nur, ich würde es gerne wissen. Ja, du dachtest auch, du wirst das, ja, schön. Also ich sag's mal so, wenn er sich meldet, dann geht die ja noch nicht an dem Tag los. Stimmt. Vermutlich, da haben wir noch den Tag vorher auf. Also du hast mindestens einen Tag, um einen Text zu schreiben, das ist der Sonntag und vermute ich auch mindestens noch den Montag. Okay. Dann haben wir den ganzen Texten. Ich hab letztes Mal keinen geschrieben. Naja, gab's ja auch nichts. Aber ihr habt ja auch nicht so viel Zeit, bis eure Sins auslaufen. Das ist ja, richtig. Die war tatsächlich ein bisschen die Rettung. Ja, ich weiß. Das war ja auch das Ass in unserem Ärmel. So, da hat die Magierkarte ja tatsächlich mal geholfen. Ich war schon relativ überzeugt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert, weil ein botanischen Berater, jetzt mal im Ernst, der Typ, ne, der wollte ja nett sein. Ich hätte vermutlich von Kaban keinen Gebrauch gemacht an sich, aber die Magiekarte ist halt voll lockend. Und der hat da nicht wirklich Verdacht geschöpft, deswegen hat das noch irgendwie funktioniert. Ah ja, und sorry für die ganzen Lecks, das ist halt... Es ist so viel besser als früher, ne? Also immerhin haben wir da was geschafft und so weiter. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Plan. Das wird ja gar nicht mehr unendlich lange dauern, wenn ich eine Folge pro Woche rausbringe, doch. Aber easy, bis es dann mal abgeht. Aber dann auch richtig, mit Black Metal und Noten. Moment, mit Blackjack und Noten. Ist egal, beides. Easy. Was war das Letzte? Sauerkirschen. Hm. Also, hier, für alles Rechtliche, Videobeschreibung. Die Musik ist von German Shepherds. Das hatte ich fast vergessen, das ist schon ein bisschen traurig. Auf dem Album Great Style mit dem Lied Russian Style. Richtig gut behindert, macht Spaß.
Und vergesse ich hier jetzt irgendwas? Nee, ne? Shadowrun Tops, das ist ja quasi die Beschreibung. Nee, alles safe. Kann man so machen. Ist auch ein schöner Abschluss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und grüß die Nachbarn.